Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich, liebe Leute. Heute eine neue Folge von Spaß kostet sinnlos viel Geld. Boah, Spinnweben an meinem Golf, Alter. Ja, mein Kumpel kommt heute. Es geht an einem silbernen Golf weiter, der unbedingt TÜV braucht. Heute haben wir vor, hinten die Bremsen zu machen. Und die Nummernschildbeleuchtung wieder intakt zu bekommen. Also Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Zieht euch die Scheiße rein. Wir sehen uns. Bis später. Scheiße kalt. Soll wirklich 14 Grad werden? Scheiße, wenn es einfach nur scheiße kalt ist. 14 Grad wäre ja schon mal was. Ja, aber hier ist finster, Mensch. Was, hier ist finster? Achso, ja. Du meinst hier, ist es nebelig? Boah, ich kann das Tremelzeug nicht. Ja, ich dachte, wenn man. Ja, das kannst du dann auch, wenn ich hier anfange, kleine versuchen. Ich dachte, ach so, jetzt hätte ich gesagt, einer macht eine Seite, der andere die andere. Ja. Nee, es geht nicht. Bei 4. Das ist scheißegal. Ja. Ich hab das war das Einzige, was er heißt, aber. Oh, scheiße, ehrlich? Als Übrigens. Oh nein. Gerade in den Kunden, die wahrscheinlich auflöst. Oh, das ist sehr schnell vom Dach oben. Das ist schlecht. Fuck! Das ist scheiße. Ja? Vor allem, weil das so gut bei Lack ist. Ich habe den Bremsen hier drin. Gucken wir erstmal über das Lack. Das muss auch noch Kratzer haben. Da habe ich aber immer nur einen Bremsenreiniger, dass da irgendwie ist. Die Scheiße. Der Kotflügel, das rostet. Ja, von innen, ey. Okay, Lack drauf, Junge. Das bremst. Hast du 10 Meter oder was? In der Mädchenkacke. Ja. Im Null. Ich bin weg vom Koffein. Na, ich bin weg vom Koffein. Vom harten Koffein. Wo ist der Hund? Ja, ja. Ist er hier gelassen? In ein paar Stunden geht er. Du musst ja mal den ganzen Tag rum. Was muss der? Den ganzen Tag, wenn du arbeiten bist, alleine schön ist er. Wie komm ich denn wirklich wieder? Ja, ja. Meinst du jetzt, was du mich brauchst? Warte, ich bin mich für dich. Mizi, Mizi! Keine Mäuse anfassen lassen. Liegt da immer? Immer noch kann ich sein. Bin ja schon wieder. Immer noch wäre ich Schläge gehabt. Willst du erst die Leiste abmachen oder wie? Ja. Drankommst. Die Schenke noch, oder? Ja. Was ist das? Den hab ich sogar hier vorne. Das 10? Ja, hab ich hier. Schon an der Ratsche nicht dran. Wo ist die Ratsche, Alter? Nee. Ist nicht gut, wenn die Ratsche nicht hier liegt. Ach so. Das bedeutet immer, dass das Werkzeug im Fahrzeug liegt. Ach so. Nee, hier ist er. Wenn es sicher liegt, zum Fahrzeug. Aber, ja, doch, das geht ja auch. Geht ja mit einer langen Nuss. Was machst du hier? Mit deinem E? Ja, die benutze ich trotzdem.
Kann ja trotzdem nur sparen damit. Ja. Jedes Mal, wenn ich damit fahre, spare ich Geld. Okay. Ist das so rostig der Bohrer, ja? Nur die Zugflügel. Also und die schneller auf Spitzen von den Lichtern. Ich hatte es gesehen und dachte mir, fuck, hier kommt die. Das ist schlecht. Ja. Man hat echt noch lange TÜV. Das war halt das. Ich war schon fast am Audi dran. A4B5. A4B5? Ja. 6 Zylinder. Nee, 2 Zylinder Automatik sogar mit 140 PS. Für 900 Euro, aber da hat er halt kein TÜV. Der GT5 ist doch cool, der Motor ist doch cool. Ich weiß, aber also, der Zustand dagegen ist eine Lecke. Ja. Und da hat sich halt echt überlegt, ob ich jetzt 900 Euro für die Karre ausgebe und dann aber noch 500 Euro reinstecke und der trotzdem scheiße aussieht. Da hab ich halt deswegen, weil ich dann einfach fahren kann, das ist ein Fahr ich auch mal die Intention bei mir. Das Schloss muss hier drinnen bleiben. Das muss hier durchstecken. Ja, genau. Ja, das ist doch ein Kopf. Die Birnen ganz, die Birnen sehen ganz aus. Das ist nicht cool. So, jetzt muss ich auch. Nee. Dein Rücklicht geht ja. Hast du das länger Rücklicht betrachtet? Ja. Und dann ist es hier vorne. Ich nehme mal die Seite ab. Oh, das ist doch wirklich scheißegal. Ich hätte das nochmal bemängelt. Nee. Ist doch. Ist nicht egal. Nur mal. Schildbeleuchtung muss funktionieren. Warte mal, wir machen die mal auf und messen die mal durch, wenn du was da zu messen. Das kriegst du nicht mal rein. Doch. Also, ich mach das erstmal auf. Aber die Babykatze ist eben ein Kuh, da reichst du mal aus. Warum? So, das brauche ich nicht am frühen Morgen. Ach so, warte, er steigt. Halten vielleicht. Ich bin auch nicht mit dem Freien nach. Da freuen sich die Nachbarn. Weil die weiß, dass ich sie schon streicheln mag, weil die ist scheu. Weil die ist noch, guck mal, die ist so groß ungefähr. So winzig. Und so zu winzig, um zu streicheln zu werden. Was ist denn das für ein Roll? Echte 5 Grad Füße, minus 12 wurden. Das hier unten oder was? Für mich jetzt, ja. Ich wollte es nicht mit deiner Drehmoment-Dings machen. Doch, doch. Kannst du machen, ja? Hast du die draußen nicht? Nee, hab ich nicht. Das ist ich sag. Lass das doch mal, was willst du jetzt machen? Na, das abmachen. Lass mich das dann machen, mach das dann mit Werkzeug. Das geht doch nicht. Nee, das geht nicht. Ich hab's probiert. Nur ein Teil stellen. Ach so. Das wusste ich auch nicht. Du brauchst Pumps, Junge! Junge. Oh, nee. Ja. Du hast gar keine Schraube drin, oder? Nee. Ich hab keine Bremsscheibe. Ja, was ist denn eigentlich? Ach nee, Quatsch. Wir müssen das in der Mitte ab. Dann können wir das ganze Ding runterziehen. Drehen tut sich schon, Mann. Ist gut. Mit Radlager? Nee. Doch. Mit Radlager ab? Ja. Ich mach das. Das dreht sich gut. Das sagst du. Und da bremst jeder schnell. Ja, klar. So, schraubt sie wohl. Guck
Das ist ein Video oder was? Was denn? Kreuzerrixen, hab ich hier. Ich auf Dufel mal einer mit dem Traktor rumfahren, das verstehe ich nicht. Warum hast du Geld? Ich hab einen Rassenjahr-Traktor. Kann ich mitspielen, Junge? Was guckst du hier? Kenn ich nicht. Bin ich raus. Bin ich zu alt dafür. Ist das dein Frühstück oder was? Donut mit Marshmallows. Bald 8? Was, am Montag? Und da kriegst du übelst fette Geschenke von deinem Papa. Ein Hammer und ein 13er Maulschlüssel. Wie weg? Aber nicht das Plastik wegmachen. Nein. Du machst den Kopf weg. Schön. So, an der Handfläche bin ich immer. Warum nicht? Warum geht das jetzt nicht zu verstellen? Da geht er nicht zu verstellen. Ich bin schon ganz hinten. Wow. Handbremsseil ran. Die offen lassen und dann die Birnen wechseln. Ja. Abpasst sie jetzt eine Bilder. Ordnungsgemäß. Hast du sie nicht danach? Machst du eine Trippzange raus? Ja. Auf jeden. Kannst du das? Ich ziehe das ab. Das ist nicht das Problem. Ich bin schon kalt, wenn er nichts vorher kennt. Meinst du? Stimmt. Alter, die... Oh, ist gleich mitgekommen, Alter. Zum Glück ist nicht runtergefallen. Ja. Ist gleich doch versüfft gewesen. Normales Fett, oder? Ja. Oh. Was ist los? Geht die ab, oder was? Nee. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn die abgeht. Alter, die geht ab. Was drauf hat? Haben die noch Versteller hinten drin? Solche untermotorisierten Fahrzeuge bearbeite ich nochmal. Also, die haben alle hinten Scheibenbremsen. Ja. Eigentlich ist es scheißegal, jetzt muss eh alles raus. Fragen Sie mal, was kriegen wir jetzt gleich raus? Weiß ich nicht. Am besten sind wir keine Dinger raus. Ja. Na, dann ist die Scheiße nämlich locker. Als Handbrems sein muss ja vorher noch ab. Hat da! Wenn es mir nämlich so kalt wäre. Ja, ich weiß, aber ich habe auch überlegt, mich auch bewegen. Wo manchmal die Schalen ist, weil ich mein Schal immer ausgebrochen habe. Ach, hier ist sie ja. Läuft sie ja lüm. Das ist ein Schal verbogt. Ja, wir machen, wir haben den Kampfsport. Wir haben uns eine Halle besorgt. Wegen Corona. Wir haben eine Halle besorgt. Ist der einfach schwer? Wir haben heute noch ein Ziel. Ich finde
den Gott am krassesten, den da. Ja. Der ist voll krass. Das ist Steffen Steiner, das ist derselbe Motor. Hm? Ist auch so ein Motor wie Steffen Steiner. Aber Steffen Steiner ist laut. Ja, das ist auch so laut. Ist auch schnell? Ja. Genauso schnell? Stimmt. Mindestens genauso schnell. Wenn er nicht sogar noch schneller ist. Und das ist alles nur Gold. Na, das ist ein Jetta, da ist ein Passat. Das ist ein Bohrer. Das ist ein Fiat. Das ist heute. Elektroauto. Das ist ein Passat. Mhm. Jetta, der Krone. Und das ist ein Golf. Ein Jetta eigentlich. Das ist ein Golf. Das ist ein Golf. Das sieht irgendwie. Der Jetta sieht von vorne aus wie ein Golf, der hat bloß hinten einen Kofferraum dran. Ja, der, wenn der fertig ist, glaube ich, ist der krass. Aber den da von vorne find, und mit den Reifen finde ich den auch cool. Jetzt mal. Ja, hältst du mal, wir können fest, dass ich nicht rauskomme. Wenn ich einfach mal 100 Meter laufe? Nee, es ändert nicht. Heißer Winter! Ja. Ich dachte auch, wir sind bald hier drin. Ja, das hätte auch keinen Unterschied gemacht. Denkst du? Wir haben uns gezogen, das zieht ja. Machen wir es tot zu. Ich dachte, wir sind gerade Winter. Was ist das? Das ist der Kartenwinter. Oh. Oh, fuck. Was kann? Dann lässt du mal die Tür zu oder setzt dich rein. Weil wenn du die Tür aufmachst, kommt keine Luft rein und dann ist es nachher kalt, wenn du rein willst. Aber du könntest den Golf tauschen gegen den da. Gegen den roten. Gegen den roten? Ja, oder gegen den schwarzen da. Gegen den schwarzen nicht. Wieso nicht? Gegen den, ja. Gegen den auf jeden Fall nicht, da kommst du nicht weit. Aber der roten. Meine Mama. Bis nach Hause und dann die Kabel drum aus. Genau. Schmeiß die Kabel drum aus dem Fenster. Das ist ein Elektroauto. Das ist cool. Ja. Aber das blaue war ein Gold. Weil der silberne ist dann nicht mehr gefahren. Ja. Aber die Batterie alle. Nee, das ist der Zahnring gerissen. Hä? Ups. Der Zahnring gerissen, aber auf der Bahn. Bahnschiene. Was? Auf der Bahnschiene? Ja. Und dann kam der Zug oder was? Nee, das ist der Straßenbahn. Genau. Oh, fuck. Wie willst du die nennen? Zweite. Okay. Bring der Teller mit, geil. Ja, es war nicht anders. Was ist jetzt die Quetschei? Du hast jetzt irgendwie das andere war schon klein gemacht. Ich nur ein bisschen sauber, dass hier oben nicht das Fett abgeht. Wieso ist der Keil hier nicht dabei? Warum? Welcher Keil? Der. Ja, das ist doch der. Nee. Achso. Ich habe sie ganz vorsichtig wieder runtergelassen. Ach, das ist schlecht. Nee, wir nehmen den, aber. Aber. Ich hätte halt Clay komplett umbauen können, wisst ihr jetzt gewusst wie. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Also das ist der Knopf unten. Aber was denn das dann? Blitz! Ja, das kommt so. Blitzi! Ja, das ist eine Geldgranate. Blitzi! Ja, die ist so schnell wie ein Blitz. Mir fehlt das Ding halt mal. Blitzi! Nee, das ist an dem anderen. Gibt das bloß auf einer Seite? Ah, nee. Ach so, ja. Oh fuck. Das ist jetzt richtig cool. Wo steckt das Ding drin? Ach, das steckt dann da oben drin. Das ist gut, dass das drin steckt. Dann geht nicht von oben. Ich mach auch raus. Ja. Das ist schon so lange her. Den kriegst du so nicht raus. Das ging doch ohne sich zu verletzen. Das weißt du doch. Blödsinn mit dem Feder Scheiß an. Muss ich irgendwie anders bauen? Das musst du eingesteckt, ne?
ist ja schon drin. Wo kommt die jetzt rein? Durch. Genau. Total sinnvoll. Jetzt. Yeah. Ja, jetzt hält der Scheiß nämlich schon mal. Ja, Baby. Jetzt noch die große von hinten. Oh, warum geht die immer wieder raus hier? Ja. So war es auch. Glaub ich. Irgendwie so. Hab ich das vor 6000 Jahren mal gemacht. Und du musst ja den Keil da oben reinschieben. Ja, das ist kein Problem. Na, halt mal. Ich zieh, nee, ich halt den Keil fest. Du musst den reinschieben, ich zieh das mal. Ach so. Soll ich das mal lieber auseinanderziehen? Hier, oder nicht? Das geht gar nicht auseinanderzuziehen. Den Keil vorher reinstecken müssen wir wahrscheinlich. Ah! Ja, gut, nicht so weit. Der muss da oben bleiben. Oh nein! Ist der richtig so? Ist der so richtig? Oder muss so ist, nee, der war richtig rum. Weil ein Loch ist da. Ja, nee, das passt schon. Zwiebel hoch, nicht so weit rein. Ja. Ah, ja, schon. Ja. Ja. Also, ich fand den rein, das ist Minimumstellung. Ich muss erstmal wieder hoch. Ja, das mach ich doch gleich, häng jetzt aber erstmal. Papa, darf ich auf Toilette gehen? Musst du aber pullern? Ja. Gehst du einfach auf. Wenn du pullern musst, such dir einen Fleck. Das Grundstück ist groß genug. Gehst du aber alleine hin? Machst du dann wieder deine Hose und damit habe ich Lust? Ich hab mir schon in die Hose gesteckt, Papa. Was hast du in die Hose gesteckt? Mein T-Shirt. Hast du T-Shirt in die Hose gesteckt? Das ist gut. Was ist denn? Und drüben geht's ja viel schneller. Nee, da wird es zu kalt. Ja, ist auch scheiße kalt. Also ich mach's nichts mal, wenn ich Auto kurve, das davon abhängig, wann das TÜV hat. Wenn's aber nicht die Auszeit. Oh, ich hab's gesehen, du warst dran, Alter. Du warst dran. Schön. Dumm. Dafür gibst du schon das Spezialwerkzeug, oder? Ja, ich denke. Ich dachte, oh. Es klappt nicht immer beim ersten Mal. Aber diesmal. Nein. Nein. Es geht eigentlich ganz einfach. Ja, aber. Ja.